So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Together und Sharon ist da. Yay! Black, lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des Chat-Ons stärker ist. Ja, da hat er mich ja sehr schön direkt da rausgelassen. Das finde ich super, Koto, danke. Weil der, von dem brauche ich eh noch was. Oh, wieso sind gerade nur drei Pokémon im Team? Hat der alle seine Pokémon aus dem Team gerade rausgenommen? Soll das eine Trollaktion sein? Wenn ja, finde ich sie nicht allzu lustig, aber gut, mal schauen. Den kriege ich auch mit drei Pokémon irgendwie klein. Verhöhner. Pff, ich hatte nicht vor, irgendeine Statusattacke einzusetzen. Ich fasse es nicht. Diese verfickte 5% Chance, dass die Kalklinge daneben geht. 95er Attacken sind arg. Und dann lässt er mich zweimal zurückschrecken. Moment, dann nehmen wir lieber Limonade. Okay, ups. So. Nee, du lässt mich jetzt nochmal zurückschrecken. Na, immerhin, ich darf mal angreifen. Und wenigstens dann gleich die Verteidigung gesenkt. Klar, du bist stark, aber ich bin auch in Ordnung. Keine Ahnung, was der gerade gesagt hat, das ging wieder zu schnell. Da verhöhnt er mich wieder. Der hat ein ziemlich nerviges Moveset. Luftschnitt, Verhöhner, Scanner. So. Da kommt er wieder mit dem Scanner. Lass mich halt einfach angreifen. Danke. So, Nummer 1 schon mal besiegt. Level 35 für Nick. Der entwickelt sich jetzt gleich noch, wenn sein Evo-Serp kommt. Okay. Da, gut, nachdem Walter jetzt sowieso aus dem Team fliegt, lasse ich ihn mal außen vor. Ich versuche ihn mal nicht zu verwenden. Petri darf jetzt mal was machen. Und zwar mit seiner Akrobatik, sofern er von der Laubklinge jetzt nicht zu sehr auf die Fresse kriegt. Oh ja, das habe ich fast befürchtet. Und er hat Überreste drauf. Okay, da muss doch Walter ran. Die Laubklinge überlebt er ja ohne weiteres. Naja gut, zieht doch mehr ab, als ich gehofft hätte. Und ich hoffe mal, dass Walter schneller ist. Ja, ist er auch. Hätte mich stark gewundert, wenn er langsamer gewesen wäre. Ich weiß zwar, dass Evosep relativ schnell ist, aber... Soda-Cheater. So, jetzt komme ich zu meinem größten Problem. Wie kriege ich das Viech tot? Das muss ich nämlich mit Nick machen, weil alle anderen haben jetzt eine Wasserschwäche. Mir bleibt doch nichts anderes übrig, als Kreuzschere zu spammen. Und ich hoffe nur mal, dass der mich jetzt nicht verbrennt. So. Bitte überleb's. Sehr schön. So, einmal Kumo-Milch bitte für Nick. Na klar, jetzt kommt die Verbrennung. Und die muss ich auch heilen, weil sonst kriege ich Probleme. So, wie viel zieht er mal diesmal ab? Leider zu viel.
darf mich nicht verbrennen. Sonst reicht die nächste Kreuzschere nicht aus. Sei denn, ich mache einen Volltreffer. Ups. Kreuzschere. Sehr schön. Das hat zumindest mal funktioniert. Cleopatra. Ja, mache ich auch mit Nick. Ich würde trotzdem gerne erstmal heilen, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Schaden der auf mich machen kann. Vor allem vermute ich mal, dass der erstmal mit dem Mobilhieb anfängt. Ja. Da haben wir es ja schon. So. Jetzt bitte schön Kreuzschere. Okay. Folterknecht macht jetzt nicht allzu viel aus. Weil ich one-hit ihn. So, wie viel XP gibt's? Genug. Sehr schön. Da haben wir auch gleich nochmal eine schöne Entwicklung im Part. Zugabe will er lernen. Nein, bitte nicht. Dann haben wir Sharon besiegt. Sicher, Pokémon-Kämpfe machen eine Menge Spaß, aber was heißt es wirklich stark zu sein? Was auch immer der gerade wieder gesagt hat. Es geht zu schnell hier. Auf jeden Fall entwickelt sich unser Nick endlich. Yay. Trommelwirbel. Und Glückwunsch, dein Nick wurde zu einem Atmurai. Und Schlitzer versucht er zu lernen. Nein, bitte nicht. Oho, das war aber ein beeindruckender Pokémon-Kampf. Ihr beide seid als Trainer schon einen ganzen Schritt weiter als zuvor. Ach, ich krieg das schöne Team zu hören. Das geilste Musik ever in diesem Spiel, finde ich. Und ich frage mich noch, ist das nicht der Champion Lauro? Ich bin schwach da und da habe daher verloren. Auch wenn mir 100-mal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei, schäme ich mich dennoch maßlos. Also wirklich, mach dir doch das Leben nicht so schwer. Ich habe das vorhin ehrlich gemeint. Du hast allen Grund zur Freude. Ach so, ich habe dir diese Frage bereits einmal gestellt, aber ich bin immer noch kein Deutschlauer. Was genau bringt es dir, immer und immer stärker zu werden? Stärker zu werden und schließlich den Rang eines Champs zu erringen, das würde meinem Leben einen Sinn geben und mir als Beweis dienen, dass ich wahrlich existiere. Du erinnerst mich sehr an Eugen. Es ist in der Tat überaus wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Doch noch wichtiger ist es zu wissen, was man nach Erreichen des Ziels tun möchte. Das heißt, in deinem Fall zu wissen, wie stark die gewonnene... Das heißt, in deinem Fall zu wissen, wie man die gewonnene Stärke später einsetzen möchte. Hier bitte, das ist für dich. Du gehst natürlich auch nicht leer aus. Surfer, den brauche ich jetzt auch. Setzt du die Attacke Surfer ein, kannst du dich auf dem Wasser fortbewegen. So, das wär's auch schon. Und meine jungen Trainer, vergesst nicht die Wünsche, die ihr Pokémon an eurer Seite. Was will ich tun? Nun, ich weiß es noch nicht. Daher setze ich vorerst mal alles daran, stärker zu werden, damit mich jeder bewundert und anerkennt. Black, das nächste Mal gewinne ich. Tja. So. Ich möchte jetzt zuallererst mal zurück nach Panaero City. Blöder Clown, komm mir nicht in den Weg. Jetzt hat er mich hier runtergedrängt, na super. Und ein Kuckmada greift mich an. Naja, dann renne ich halt weg. Ja. Die Encounter Rate in diesem Spiel ist furchtbar. 3 Schritte im Puls Pokémon hier. Naja, wenigstens hat unser Nick jetzt ordentlich viel KP. Moment, ich könnte mir mal seine Statuswerte genau anschauen. Nick. Was kann ich?
94 Angriff hat er. Puh, das ist aber ganz schön stark. Ja, passt. So, ich muss mir jetzt sowieso gleich mal eins von Kotos Pokémon ausleihen. Und wenn wir hier schon gerade vorbeikommen. Nee. Steuerung geht heute nicht ganz. Dein Pokémon-Team sieht erschöpft, dass du heute mal eine Pause gönnen. So. Ja, die Steuerung hackt heute ein bisschen. So. Da will man meinen, man kürzt ab, wenn man mal nur zwei Schritte durchs Gras geht und dann kommt schon wieder ein Pokémon. Das ist unglaublich. Wieso, Game Freak? Wieso habt ihr in Generation 5 die Encounter Rate so derbst hochgeschraubt? Also, wenigstens habt ihr sie in X und Y wieder weiter nach unten, aber Generation 5, du kannst keine zwei Schritte durchs Gras gehen, ohne dass dich ein wildes Pokémon anspringt. Ja, stimmt. Hier kann man ja nicht wirklich lange Fahrrad fahren. So. Ich brauche mal ganz kurz einen guten alten Bekannten aus unserer Box. Ich frage mich sowieso, warum er die drei abgelegt hat. Naja. Ich muss nämlich mal ganz kurz den Klaus ausleihen. Weil er mich mal ganz schnell wohin fliegen muss. So, Klaus, flieg mich doch bitte mal zurück nach Maria City. Ich habe da nämlich noch ein bisschen was zu erledigen. So, ich möchte jetzt aber nochmal was nachschauen. Ach ja, Moment. Pokebälle sind ja hier schon wieder in der Itemtasche mit drin. Oder? Ja, was haben wir denn? Ich habe 7 Hyperbälle, 10 Superbälle, ein Netzball, 4 Heilbälle, ein Finsterball und ein Pokéball. Okay. Da möchte ich mal ganz schnell noch ein bisschen was nachkaufen. Ich hätte nämlich gern noch weitere 10 Superbälle. Und ansonsten würde ich gerne noch ein bisschen Superschutz kaufen für die Zukunft. Vor allem, wenn wir jetzt demnächst durch den Wendelberg kommen. Ach ja, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich muss ja noch jemanden den Surfer beibringen. Und da kommt sowieso nur einer für eine Frage, nämlich der Nick. Und dafür darf er dann das Siedewasser vergessen. So, dann hole ich mir zuallererst mal dieses Item hier. Den Gift-Hieb. Naja, und vielleicht bei der Gelegenheit benutze ich mal einen Topschutz. So. Hier bitte einmal surfen. Hier weiter surfen. So, nächste Frage, mit wem fange ich denn überhaupt? Ich meine, Walter will mit seinem Funkenflug nicht umbringen. Ich will sowieso etwas ganz Bestimmtes haben hier. So,
Hier bräuchten wir ja eigentlich einen Blitz, aber den haben wir gerade nicht. Also egal. Muss ja eh nur hin und her laufen, bis mir... Erstmal bis der Schutz abläuft. Kann ich genauso gut aufs Fahrrad steigen, dann muss ich die ganze Zeit B gedrückt halten. So. Da kommt schon ein wildes Pokémon. Und nein, ich will keinen Sedimantor, das hätte ich mir schon früher fangen können. So. Bisschen mehr bitte. Nee, ich will auch keinen Flecknoll. Ich will genau das letzte Pokémon, das jetzt noch nicht mir über den Weg gelaufen ist. Leute, die wissen, was es hier gibt, die wissen schon, was ich meine, was ich hier will. So, los, komm. Da ist ja eins. Ein Milzer. Ist aber ein Weibchen. Mal schauen, ob... Und er hätte sogar die richtige Fähigkeit. Ich hätte aber eigentlich lieber gern ein Männchen. Einfach weil ich finde, dass es weiblich nicht so ganz passt. Ein männliches Milzer mit Überbrückung. Das ist das, was ich hier will. Und ich glaube, ich suche gleich offscreen weiter. Ja. Ich glaube, ich pausiere an dieser Stelle mal ganz kurz die Aufnahme und suche so lange weiter, bis ich eins gefunden habe und dann schalte ich wieder zu. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder und ich habe hier einen Milzer gefunden. Mit ein männliches mit Überbrückung. Und ich werde jetzt erstmal versuchen, das hier zu fangen. Und zwar erstmal, indem ich schwäche. Dazu nehme ich erstmal einen Funkenflug, weil der nicht effektiv ist. Greift mich hier gleich mal mit einer Drachenklaue an, die gar nicht mal so wenig Schaden macht. Ja. Ich werfe mal einen Superball. Einmal mal schauen, ob es drin bleibt. Nee, der will jetzt noch nicht. Probieren wir es nochmal. Go, go, bleib drin. Nee, der will wirklich noch nicht. Ich schau mal, ob ich es gleich mal mit einer Wasserdüse schwächen kann, ob die ihn nicht gleich umbringt. Wasserdüse ist jetzt nicht wirklich so stark. Als dass es gleich umbringen sollte. Ja, passt. Zurückschlag, die Attacke könnte ich jetzt brauchen. So. Ups, ich wollte eigentlich hierher. Komm schon, bleib drin, kleines Milzer. Jetzt bricht er sofort aus. Komm schon, du bist im roten KP-Bereich. Und so schwer zu fangen bist du nicht. Bleib einfach drin. Ah. Der gibt nicht auf, der Kleine. Komm, bleib endlich drin. Oder magst du den Superball nicht? Ist doch so ein schöner Ball. Der bleibt echt nicht drin. Ey, du bist im roten KP-Bereich. Es ist ja nicht so, als ob du irgendwie eine Fangrate von 3 hättest. Ich weiß deine Fangrate zwar nicht auswendig, aber ich weiß, dass ich einen Zekrom bei der Situation schon längst gefangen hätte. Genauso ein Dialga und ein Palkia. Und ich weiß, dass deine Fangrate höher als 45 ist. Also, bleib verdammt nochmal endlich in diesem blöden Ball drin.
Der will mich doch verarschen. Hey, blödes Milzer. Siehst du, hier Superball. Du da rein und du drin bleiben. Verstanden? Drin bleiben. Drin bleiben. Drin bleiben. Arschloch. Hey, der ist im roten KP-Bereich. Wenn du so weitermachst, nehme ich bald noch einen Finsterball. Okay. Du kriegst den Finsterball, wenn du ihn unbedingt haben willst. Der einzige Finsterball, den ich habe, und wehe, du bleibst da jetzt auch nicht drin. Sag's dir. Ja, immerhin. Endlich. Milzer, Stoßzahn, Größe 0,6 Meter, Gewicht 18 Kilogramm. Markiert sein Revier, indem es mit seinen Fängen Kerben in die Bäume schlägt. Brechen diese einmal ab, wachsen sie sofort nach. Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben und das ist auch der Grund, warum ich es männlich haben wollte, weil da ist ein gewisser jemand, der unbedingt auch in diesem LP mit dabei sein wollte, wenn auch nur indirekt, also habe ich es ihm angeboten. Dieses Milzer heißt Timon. Das geht natürlich an den Timon, der hier bei uns am Kanal mitmacht. Eigentlich der Chef vom Kanal ist, aber was soll's. So. Nachdem ich jetzt meine ganze Folge dafür verschwendet habe, dieses Pokémon hier zu fangen, fliege ich mit Klaus wieder zurück nach Panaero City und lass Koto dort im Pokémon Center raus, damit er seine Teamkollegen wieder mitnehmen kann. Vor allem muss ich jetzt Walter noch wieder ablegen, genauso wie Klaus. Den habe ich mir ja nur ausgeliehen zum Fliegen. So, dann nehme ich jetzt auch mal schnell die Maus her, weil damit geht das einfach schneller. Walter, du bleibst auch draußen. So. So, das war's für meinen Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, also eigentlich das übernächste Mal. Das nächste Mal seht ihr ja wieder bei Koto. Und, bis dahin, viel Spaß, macht's gut. Auch wenn das jetzt mal wieder eine relativ komische Aufnahme war, weil ich irgendwie mal wieder gar nichts geschafft habe, außer Timon zu fangen. Also, bis dann. Tschüss.